Pigman's trail leads to this area. Ha, you think you found a safe place to run to? You think we're gonna give up and go away? Don't mess with us, Pigma. So, is this like an amusement park to a former gang member? You know it. All right. This time we'll get that core memory from Pigma. Oh yeah. Wir treiben Pigma immer mehr in die Enge. Wir sind ihm dicht auf den Fersen. Er hat sich anscheinend in das Asteroidengürtel verzogen und hoffentlich werden wir ihn dort aufspüren. Denn wir brauchen den Speicherkern, der ist wichtig. Der ist kriegsentscheidend gegen die Apparoids. So. Na wo? Hey, was that? Die Wolfen? It couldn't be, could it? Is that the Wolfen? So is Wolf and his team that got destroyed? I'm sensing faint brain patterns. The abandoned ship. Keep your guards up, team. Okay. Das Star-Wolf-Team hat hier anscheinend ordentlich eingesteckt, aber sie scheinen überlebt zu haben, laut Crystal. Oh, oh, da sind sie auch schon, die Apparoids. Ja, hier müssen wir ordentlich aufpassen, weil die Asteroiden machen das Ganze nicht einfacher. Falco! Hab sie schon. Kein Ding, Falco. Die sind eklig, diese fliegenden Apparoids hier, die sind ein bisschen gepanzert, die brauchen ein paar mehr Schüsse. So. Puh. Na toll. Scheiß Asteroid. War wieder im Weg. Thanks for lending me a hand back there. Danke, Falco. Und mein... Wow, wow, wow. Was bist du denn für einer? Ja, diese Flug-Apparoids hier, die sind richtig eklig. Die sind richtig ordentlich gepanzert und haben noch einen richtig ekelhaften Angriff. Den hier. Ein Raketenangriff. Puh. Ja, wenn wir den zerstört haben, dann triggern wir auch wieder so eine Gegnerwelle. Wieder auch nicht Punkte machen können, aber so viel haben wir jetzt auch nicht rausgeholt. Na egal. Wir spielen ja nicht auf Highscore, ne? Ach ja, jetzt kommen auch noch die Viecher. Diese ganz kleinen, ekelhaften. Die heften sich an unseren A-Wing. Und verlangsamen uns. Und. Oh, ne? Bleibt weg. Bleibt weg. Ich will euch nicht dran haben. Hier. Ekelhaften. Keine Ahnung, was ihr seid. Do a barrel roll. So, und diese Asteroiden, die sollten wir schnellstmöglich zerstören, weil die kommen einfach mal auf uns zugeflogen. Hui! Ja. Juhu! Ich habe auch das Gefühl, bei dieser Mission hier ist unser Arwing irgendwie viel wendiger. Vielleicht kommt mir das nur so vor, aber ich meine, es ist so. Also wir können hier sehr, sehr schnell... Crystal! Oh oh. Schnell, 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 schnell. Komm, erwischen! Nein! Oh, noch erwischt. Oh. Kein Problem, Crystal. Oh. Wow, jetzt. Jetzt wird's hier eng. Aber ich habe keinen Bock, dass mein Arwing zur Sardinenbüchse wird. Danke, Crystal. Was ist das hier? Looks like a base under construction. They were building another base, eh? Just right, Pigma. You never missed a trick. Hat man diese Base hier bauen lassen, oder wie? Pigma was planning ahead. Ja, jedenfalls müssen wir uns jetzt dort reinwagen. Aber das wollen die Apparoids natürlich nicht zulassen. Also hochziehen! Oh oh. Falco! 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 Oh. Also in dieser Mission hast du es ein bisschen, oder? Du schon wie. Ach du meine Güte, der ist infiziert von den Apparoids. Aber erstmal noch wie bei der ersten Mission diese kleinen Kanonen hier zerstören. Jetzt müssen wir es noch schaffen, den hier zu zerstören. Ah ja, sehr gut. Jetzt haben wir wieder eine Gegnerwelle getriggert. Das gibt wieder ordentlich Punkte. Ihr kennt das ja mittlerweile. Wo sind wir hier jetzt genau? Das scheint jetzt, wie gesagt, eine neue Basis zu sein, aber... Merkwürdig. Ah, noch eine Fahne. Cool. Slippy! Oh, nein! Nein, Slippy! Oh,
Ja, die Stelle ist richtig ekelhaft, ey. Slippy wird hier sehr, sehr schnell außer Gefecht gesetzt. Och, damn it. Ja, damit ist unsere Challenge schon mal gescheitert, dass unsere Kameraden in jeder Mission überleben. Ach, nö. Slippy, das tut mir jetzt richtig leid. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Jedenfalls sind wir jetzt hier mitten in der Basis. Es ist ordentlich was los. Ja, was ich noch sagen wollte, der Arwing ist hier wesentlich wendiger irgendwie. Weil so, hier, zack, zack, zack. Okay, Pigma, wir kommen! Hold it, Fox! Look! Pigma's ship? Fox! Pigma! Was zum... Pigma... Was auch immer du tust, das sieht nicht sehr gesund aus. Das sieht wirklich nicht gesund aus! Like Pigma's already gone. Who or what are you? We will answer. We are the ultimate existence. You cannot resist us. You will join us. We're not buying that garbage. He can hear us, but he's not listening. Fox, the core memory that Pigma stole must be inside that thing. Okay, everyone. Attack! Zum Angriff, Leute! Was auch immer das für ein Ding ist. Stimmt, da wir Slippy verloren haben, haben wir keine Schildanalyse. Oh. Ja, Leute, wie ich gesagt habe, Slippy ist wichtig für uns. Er macht die Schildanalyse für uns. Ja, und dieses Viech hat mehrere Waffen und auch mehrere Ärmchen, die es gegen uns einsetzen möchte. Oder wie Rüdiger damals sagte, wie Rüdiger damals sagte, das hier ist der, Boss aus Lilith Wars, genauer gesagt aus Area 6, der Area 6 Remastered Boss. Und das ist mir vorher ehrlich gesagt nie aufgefallen. Rüdiger hat recht. Der hat so ziemlich das gleiche Schema, ist in etwa gleich aufgebaut vom optischen her, also ja. Da haben sich die Entwickler wohl ein bisschen an Lilith Wars orientiert. It's not over, Fox. I sense a mighty force. Das ist schon heftig, ey. Pigma, übelst infiziert von den Aperoids. Er ist ja anscheinend schon tot, Pigma. Der wird jetzt wohl nur noch von den Aperoids gesteuert, kontrolliert, ist übernommen worden. Voll heftig irgendwo. Hat so ein bisschen Resident Evil-Style, oder was meint ihr? Hoher Energieaufbau. Oh, ja. Diesem Strahl ausweichen, diesem harten Strahl ausweichen. Mal auf die Nase. Ich wüsste gern, wie viel Energie er noch hat. Slippy! Warum musstest du so schnell drauf gehen? Wow! Wir haben ihn, okay. Puh. Ja gut, so schwer war er jetzt auch nicht. Voll abgehoben, so schwer war er jetzt auch nicht. Hm. Da kannst du einem fast schon wieder leid tun. Wenn du ein Arschloch bist. Hm. Ja, Slippy hat's nicht geschafft. Hey, wir haben die Medaille, das ist ein kleiner Trostpreis. Stupid Pig, so helpless he couldn't even cry. So, Pigma ist erledigt. Ziemlich heftig, also. Fox hat es ja gesagt, Pigma scheint schon erledigt zu sein, so heißt, er ist eigentlich tot. Aber die Aperoids haben seinen Körper weiter kontrolliert, ihn mutieren lassen, wirklich. Also, alter, heftig, ey. Ja, und dass Slippy diese Mission nicht geschafft hat, beziehungsweise dass ich es in dieser Mission nicht geschafft habe, Slippy zu retten, also das nehme ich voll auf meine Kappe. Der gute Frosch kann ja da nichts dafür.
Tut mir leid, Sleepy. Das wird in der nächsten Mission hoffentlich besser. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat diese Mission gefallen. Und ich hoffe, dass ihr auch bei der nächsten Mission wieder mit am Start seid. Und denkt daran, immer schön zocken. Ciao, ciao.